Liebe Zuschauer, das neue Jahr hat begonnen und gleichzeitig auch ein wenig Mangel an der Berichterstattung. Denn in Leipzig, bei einem Autohaus, einem Autohändler, unseres Wissens nach Daimler-Benz, sind Bundeswehr-Jeeps abgefackelt worden. Zu Neudeutsch, die sind einem Brandstiftungsanschlag zum Opfer gefallen. Ja, mich wundert es im umgekehrten Fall, wenn irgendein Geistesgestörter irgendwas Rechtsmotiviertes begangen hätte, würden wir es in der Tagesschau an erster Stelle hören. Das Jahr 2021 fängt praktisch genauso wieder an, wie 2020 aufgehört hat. Linksmotivierte politische Straftaten, es liegt im Übrigen ein Bekennerschreiben vor, einer linksextrem beliebten Plattform. Ja, und darüber wird nur am Rande oder überhaupt nicht berichtet. Und das ist genau das, warum es Hallo Meinung gibt. Eine ausgewogene Berichterstattung, es heißt Kampf gegen Rechts, Kampf gegen Rechtsextremismus, aber der wird geführt, wenn ich mir manche Organisationen anschaue, gerade von Linken. Und so entledigt man sich einem konservativ-politischen Spektrum. Ich spreche nicht von irgendwelchen radikalen Anschlägen oder von Menschen, die radikales Gesinnungsgut haben. Nein, eine politische Richtung, wo links und rechts miteinander reden können, ohne dass Jeeps angezündet werden oder ohne dass irgendein Verrückter ein Hakenkreuz irgendwo hinmalt. Aber diese Berichterstattung, meine Damen und Herren, die fehlt. Und deshalb gibt es Hallo Meinung. Und ich freue mich, wenn ihr dieses Video teilt, unseren Kanal abonniert und wenn ihr uns helft, dass wir weitermachen können. Danke für die Aufmerksamkeit, sagt Peter Weber.